10 Jungs kämpfen um OnlyFans-Model. If I was your boyfriend, never let you go. OnlyFans-Model oder OnlyFans-Abwerber? Oh, keinen Plan mehr, was er noch sagt. Deshalb gibt er sich noch ein Double Cup. Mein Talent, ich kann gut küssen. Diese, weißt du, was komisch ist bei OnlyFans? OnlyFans-User heißen automatisch OnlyFans-Model, Bruder. Aber ernst, Bruder, das dicke Distanz von Model-Chat. Das ist halt Real Talk, einfach nur OnlyFans-Besitzer. Mehr ist das nicht. Oh. Das Model wurde dazu erfunden, sag ich ehrlich. Vielleicht, wenn du deine Zähne putzt und dann... Den habe ich getroffen. Der war bei Niklas Wilson sein Event bei der Aftershow Club Party und wurde einfach zusammengeschlagen. Das war crazy. Der Arme. Der wurde einfach danach. Nicht währenddessen, danach, Chat. Der hat so ein Video danach gemacht gehabt und so. Der wurde auf irgendwelche Leute haben auf ihn gewartet und so. Ehrlich, crazy. Dann so ein bisschen betest. Ich will gar keine Zeit verstanden. Schluckst du oder spuckst du? Du bist quasi ein Sugar Daddy. Kann so sein. Sugar Daddy, 10 Euro auf Konto. In der ersten Runde bewertet Julia jeden von 1 bis 10. Währenddessen tragen die Jungs jedoch Kopfhörer mit Musik, sodass sie nicht hören können, was Julia ihnen für eine Bewertung... Ach nein, Bruder, nicht der Typ, bitte. Nicht der Jungs, Typ. Die noch Kopfhörer mit Musik, sodass sie nicht hören können, was Julia ihnen für eine Bewertung gibt. In der zweiten Runde stellt sich jeder Julia vor und zeigt ihr eines seiner Talente. Oder so. In der dritten Runde geht jeder mit Julia auf ein Date und hat die Chance, sein Game zu beweisen. Zuletzt wählt sie dann einen Gewinner, der 1000 Euro und ein echtes Date mit dir kriegt. Okay, Spaß. 1000 Euro sind einfach gefaked. Der kriegt nicht 1000 Euro. Ich werde den Bro mal hier von 1 bis 10 jetzt. I'm not into blonde guys normally. Damn, that's tough. Ich wusste es direkt, Digga, keine 1000 Euro. Also, aber seine Brille ist geil. Ich gebe eine 6. 6, warum? Ja. Not my style, aber sieht aus wie ein lieber Typ. Aber ich stehe auch nicht auf liebe Typen. Damn. Was für Typen magst du denn? Baddies, Bad Boys. Bad Boys. Bad Girls. Okay. Oh. Fresche Haare auf jeden Fall. Eine 8 würde ich ihm geben. Ich würde dir sowas von einer 2 geben. Oh, eine stabile 8,5 würde ich schon fast geben. Ich feiere den Gürtel, ich sterbe für den Gürtel. Ich würde ihn gerne selber so abnehmen und einmal mitnehmen. Du würdest ihm er ist halt eine absolute Red Flag, ja, aber I'm into Bad Boys, so. Ist er ein Bad Boy? Ich glaube, ja. Nein, der ist kein Bad Boy, ist ein Fuckboy. Ja, und Fuckboys sind dann schon wieder schwierig, ja. Du stehst auf Fuckboys jetzt, ne? Aber ich sag dir ehrlich, 10 von 10. Vielleicht sogar 11, ja. 11 von 10, Digga. 11 von 10? Ja. Mein Favorite auf jeden Fall bis jetzt. Bruder. Was das denn? The fuck? Was das denn, Chat? Was hat sie an, Bro? Was ist das, Digga? Das ist halt kein Unterhose mehr, das Original einfach ein angemalter Strich. Wie jetzt? Mann, Bro, what the fuck, Digga? Zieh mal deine Hose hoch, Bro. Ernst, ekelhaft. Ernst, Mädchen, zieht euch an, was ihr wollt. Man kann Meinung haben zu, wenn man die Unterhose sieht, bla bla bla. Aber das einfach ekelhaft. Wenn ich sowas sehe, Digga, ich muss an so Arschgeruch denken und sowas. Ich rieche Thunfisch. So, Digga. Zieh Hose ein bisschen hoch, Bro. Bisschen Anstand, dies, das. The fuck? Rechnen. Wieso 11 von 10? Er bricht nicht mein... Wie das abturnt. Ja, sie bricht vielleicht sein Herz, aber... Da hat sie mir vorhin gesagt, dass der was... Ja. Oh mein Gott, Chat. Oh mein Gott. Bitte, Chat! Guckt einmal hier hin! Guckt einmal, Digga, wir brauchen Hilfe! Wir brauchen Hilfe! Zeig das Zeichen! Wir brauchen Hilfe! Wir brauchen Hilfe, Leute! Wir müssen das Zeichen senden! Wir müssen das Zeichen senden, wir brauchen Hilfe! Oh shit, da kommt unsere Rettung! Wieso? Er bricht nicht mein Herz, ich bricht vielleicht sein Herz, aber... Da hat mir vorhin gesagt, dass der was mit einem von deinen Freundinnen hatte. Ich gebe ihm eine 7, weil er einfach cute ist, so, also... Mhm. Hübscher Junge, aber gar nicht so, nicht mein Type.
Zu süß, ja. Viel zu süß, aber... Wusstest du, dass er mal im Knast war? Sie hat uns gehört, Jenna! Ja, nee, ich dachte, sie hat hochgezogen. Bad Boy so. Wenn er im Knast war, will ich mir nicht Spaß. Nee, ich gebe ihm eine... Er hat eine Bank überfallen. Hat der Cash? Ja, der hat Cash. Nee, kommt aus der Er ist Scammer. Für Nasen-OP-Chat. Plus eins wegen Kriminalität, ist crazy. Ich glaube, sie ist wert für den. Er ist groß, ich mag große Typen. Große Typen. 8,5. Boah, er ist echt fresh, ernst. Er sah fresh aus, ich gebe ihm auch eine 9. Geh weg, Bruder, hau ab. Das Fit ist Maximum eins der besten. 3. Besten Fits, glaube ich, die ich bis jetzt gesehen habe hier. Ihm gebe ich eine 9. Krasse Augen, fällt mir direkt auf. Aber ich glaube, er sieht aus wie C. Roberto. Digga, seine Haare, so ass, Bro. Das richtige Rohart-Frisur, Digga. Diese Rohart-Frisur ist aber das Ding, ist so richtige, diese Frisur, das... Bruder, was... Also, Digga, was ist die Idee bei dieser Frisur? Wisst ihr, wie ich meine? Was denkt man sich bei dieser Frisur? Das ist dieses, du gehst zum Friseur und du sagst so, boah, ich will irgendwie aussehen, als wäre ich so frisch in Deutschland. Frisch in Deutschland. Als wäre so das, als wäre das so mein erster Friseurbesuch, so. Wisst ihr, wie ich meine? Mit diesen Locken. Mit diesen richtig dünnen Locken auch und so. Die so nicht echt sind und so. Boah, das sieht echt ass aus. Jung, sehr jung. 8. Ich mag seinen Augenbrauen-Cut. Extrem. Schönes Gesicht auch. Ich würde sogar fast 10 sein. Boah, seine Statur, ne? Ist so weird, Digga. Er kommt gerade von 24 Stunden Minecraft spielen. Wir haben eine 11. Hallo, erstmal Wagwan. Hi. Jeffrey, 22 Jahre alt. Komme aus Gelsenkirchen, bin auch Footballspieler. Und mein Talent ist dieser Move hier. Ja. Was sagst du von 1 bis 10? Appreciate was, Bruder? Dass er ja gesagt hat? Dazu. So talentmäßig ist so eine 7. Das war eine 7? Das war eine 2 als Talent. Also mein Name ist Armstrong, bin 19 Jahre alt. Und mein Talent, ich kann gut küssen. Er kann gut küssen, Digga. Wow, wenn er jetzt den Kuss nicht bekommt, Bruder, wäre schon ein bisschen unangenehm. Oh. Ich kann es aber dir zeigen. Oh, das war ein bisschen zu offensive jetzt. Ich kann es auch bei dir zeigen. Darf ich einmal das Talent zeigen? So auf Wange darf er es. Nein. Auf Wange ist viel. Boah, es ist so unangenehm, der ist so dick unangenehm. Oh mein Gott, das ist dieses, ich möchte mich verstecken vor der Kamera. Ja, ja, fang nicht schwierig. Ja, komm on. Na, Bro, ich sag dich das. Stopp! Wie kann es sein, dass du so weit geschaut hast und immer noch kein Like da gelassen hast? Lass jetzt ein Like da, um den Kanal zu supporten. Und wenn du das nicht tust, dann bist du ein dummer und lass auch ein Abo da, damit du nichts mehr verpasst. Okay. Welche? Okay, was gibst du seinem Talent von 1 bis 10? Ich bin ehrlich. Eine 7. Damn, also was? War es nicht so krass? Nee, war nicht so krass. Geht krasser, bin ich. Gut, ich bin Serkan, 19 Jahre alt, Türke. Jetzt, Chat, jetzt! Serkan, mein Talent ist, ich kann gut, ich verteile gut, bei mir kann man gut Blowjobs geben. Ich kann es auch bei dir zeigen, wenn du mit Digga, was ist. Okay, maybe we can do the some study together. Boah, Bruder, lass lieber mit Englisch, ernst! Lass lieber mit... Gut, ich bin Serkan, 19 Jahre alt, Türke. Das heißt schon was, wenn ich sage, lass lieber mit Englisch, Chat. Das heißt schon dick was. Maybe we can do the some study together. We can do some study together. We can... Er fängt einfach an, Bruder. Boah, Digga, dieses Video ist aber unangenehm. Die Definition von unangenehm. War ja nicht mal schlecht, Digga. War sogar richtig gut, aber einfach wie aus dem Nichts, Bruder. Keiner hat gefragt. Der hat nicht mal ein Ja bekommen. Er meinte so, we can do some study together. Sie hat aber nicht geantwortet, er macht alleine. Okay, stramm, Bruder, stramm. Das war echt stramm. 8. Hi, ich bin Elef. Ich mache selbst YouTube. Ich bin 19 Jahre alt. Und mein Talent ist singen. Ich bin ein Mensch, ich mag... Jungs, respektiert das bitte. Ich mag singen. Ja.
Ich bin sehr talentiert. Seit ich 3 bin, singe ich eigentlich. Justin Bieber ist mein Favorite Artist und ich singe einen Alltime-Klassiker und ich bitte die Crowd ein bisschen mitzumachen. Aber nicht zu laut, weil es ist sentimental. Okay. I'd like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girls. You never been alone. Oh, I can be a gentleman. Anything you want. If I was your girlfriend or boyfriend, never. Psh, come on! Never let you go. Never let you go. Na, das war der lustigste bisher. Ich frage Cringe, das war der lustigste bisher. Ja, genau, das war mein Talent. Ich hab echt Liebe gemerkt da. Ja, okay. Liebe für dich. Von allen Gruppen. Sehr schön, sehr schönes Konzert. Was hatte ich auch nicht. Das war stark, Digga. Ich muss eine 10 geben für den ganzen Effort, weil alle haben geholfen. Tibo. 10. Hi, ich bin Elio Tibo Two Times. Bruder, er sieht auf Ernst aus. Bruder, er sieht ein bisschen weird aus, Bruder. Geholfen. Das ist so richtig diese. Irgendwie, wenn ich ihn sehe, ich weiß nicht. Tibo. Wenn ich ihn sehe, kriege ich so komische, ich weiß nicht, was ich für Vibes bekomme. So ein bisschen diese ET-Vibes, Chat. Diese ET-Vibes, Chat. Das sind diese. So, wisst ihr? Hi, ich bin LOT Two Times. Er heißt sogar LOT! ET, Bro, abgekürzt! Ich bin das ist ET einfach. One Hooper. Ich bin D1 Hooper, ich bin 6'6. Weißt du, was ein D1 Hooper ist? Halt's mal bitte. Ich bin einfach im Basketball der Beste, so beste Liga, weißt du? Ich meine, so auf den. Ich bin 6'6. Und mein. Wiederholt 10-mal. Talent ist Bachata. Zeig mal. Kannst du mit dir Bachata tanzen? Zeig mal her. Ich würde, wenn es dir okay ist, mit meinem Tanzpartner reinholen. Oh, Digga. Wenn es dir okay ist, Bro? Ich würde, wenn es dir okay ist. Bruder hat eine eigene Sprache erfunden, Digga. Das ist schon ein... Wenn es dir okay ist, Digga. Gerne. Das, Digga, das war Pennsylvania-Deutsch, Digga. Hey, yo! Oh, oh, what the fuck, man? So, bro. Aber so... Dann kann ich wieder... Großes Pause. Boah, Digga, boah! Digga, boah! Crazy, Digga. Pause einmal in den Chat, bitte. Ja. Darf ich bitte fertig ja, machen? Ja, natürlich, sorry. Und wenn ich jetzt bitten dürfte, würde ich um deine Hand bitten, my lady. Sorry. Einer schreibt Lordi, Bro. Digga. Humiliated Lordi. Wieso? Oh, aber kannst du es nicht? Ey. Warte kurz. Darf ich bitte? Let Digga, ich wünschte, er wäre jetzt hier Elias N97, Digga. Das ist ehrlich, das ist... Guck! Entschuldigung. Also wieso nicht, wenn ich fragen darf? Fandest du die Show nicht gut? Ich fand die Show gut, aber er hat mehr Show gemacht als du. Ja, sorry. Sorry. 5. Das war das Schlechteste bis jetzt, also. Würdest du ihm einen Smash... Warte mal, bevor wir weitergehen, Chat. Ihr könnt schon mal in Discord gehen und eure Fetische meinen Mods sagen, okay? Die checken das kurz. Geht schon mal in Discord, sagt eure Fetische, meine Mods checken das. An die Mods geht es bitte checken. Und dann hole ich euch rüber an Güney und so, falls du das checkst oder die Mods, die das checken. Schick, also den Leuten Vorrang, die ihre Cam anmachen, Bro. Das ist viel lustiger, wenn die Cam dabei an ist. Ich finde das richtig immer ein bisschen, das macht es ein bisschen kaputt, wenn die Cam aus ist. Also ihr müsst es natürlich nicht machen, aber wenn ihr eure Cam anmacht, ist cooler auf jeden Fall. Night easy, ja stark. Night, erinnere mich auch wegen MC nach Stream, okay?
Ich muss heute auch ein bisschen früher offstream gehen wegen Besuch und so, aber ja. Schon ein Pass geben bis jetzt. Pass. Mein Name ist Samuel. Ich bin 18 Jahre alt. Oh, Samuel sieht ein bisschen aus von der Statur wie Sid von Ice Age. Ein sehr, sehr starkes Talent, was ich jetzt aber leider nicht ausüben kann. Ich mache die besten Tattoos in ganz NRW, würde ich sagen. Ich bin Tätowierer. Ich habe leider keine eigenen Tattoos. Einfach aus dem Grund, weil ich Blut spende. Und deswegen habe ich keine eigenen Tattoos, weil das ja nicht gut für das eigene Blut ist. Richtig sozial bist du. Gutherzig, wollte ich gerade sagen. Ja, der Gutherzigkeit gebe ich eine 9. Aber du magst auch Bad Boys, hast du gesagt. Ich mag Bad Boys, aber einfach nur, weil er ein guter Mensch ist. Still a pass. Damn, darf sie so? Mein Name ist Adi, ich bin 18 Jahre alt, ich bin Friseur und ich schneide die besten Cuts und habe auch meinen eigenen Store. Also ich arbeite dann da und dann sieht man sich halt, weißt du? Hä? Er hat einen eigenen Store, dann arbeitet er halt da? Hä? Und dann sieht man sich halt da? Wer? Cool. Du kannst mir dein Talent jetzt nicht zeigen. Ja, nochmal. Du musst dir irgendwas jetzt zeigen, Bruder. Was kannst du jetzt zeigen? Ich kann jetzt was bieten jetzt. Ich biete hier ein gratis Haircut an. Was sagst du dazu? Eigentlich hat, also ich will keinen Fitner machen. Bruder, bleib stehen. Ach so, ich bin noch da? Ja. Eigentlich, ich will keinen Fitner machen, aber hat dir eigentlich nichts gezeigt. Er hat einen coolen Job und so, aber... Aber er hat keinen Effort gezeigt, finde ich. Kein Effort, ich muss eine 2 geben. Hast du keine Mühe geben, Bruder? Bruder, nee, Digga, du hast ja nichts gezeigt. Sorry, Bruder, ich will keinen Effort. Also mein Name ist Max, kennst mich vielleicht, ich bin 18, arbeite im Juwelier, aber wenn du willst, kannst du mein Diamant sein, so. Bruder, auf Ernst, ich glaube, meine Mods hätten einen besseren Spruch gedroppt. Und mein Talent ist so ein paar Bars shooten wie bei Django Unchained. Ich kann das ein bisschen... Digga, allein dieses, wenn du willst, kannst du mein Diamant sein, Bruder. Ich hab meinem Homie da drüben auch versprochen, dass ich ihm eine Line widme. Ich bin nicht Rapper, ich freestyle zwischendurch. Okay, okay. So, und zwar, meine Homies auf der Suche nach Mads, OGB klärt, denn er ist auf der Flucht mit den Fats. Er hat keinen Plan mehr, was er noch sagt, deshalb gibt er sich noch ein Double Cup. Er sifft den Lean, versinkt komplett, deshalb ist er jeden Tag kafferlash, denn er kommt nicht mehr klar. Ich glaub am Bett, keine Ahnung, Bruder, ich glaub am Brett. Ja! Er dachte alle so, wow, einfach Bruder, keiner hat. Deshalb ist er jeden Tag kaffer. Guck mal ihn, Digga, er ist sehr verwirrt gerade. Lash, denn er kommt nicht mehr klar. Ich glaub am Bett, keine Ahnung, Bruder, ich glaub am Brett. Ja! Bruder, ich will nicht lügen, das war Ass. Alles easy. Nein, Spaß, Bruder. Alles. Bruder, war Spaß. Nein, war stramm, war stramm. Ich hab das nur für meinen Homie gemacht. Für stramm. War stramm, Bruder. Kannst er hat's für seinen Homie gemacht, Chad. Er wollte gar nicht, dass Leute feiern und so. Er hat's einfach nur für seinen Homie gerappt. Kannst du mir auch mal einen Song schreiben? Mach ich safe. Danke. Die süße Geste, ja. Deine Flows und so kann man es üben bestimmt. 6,5. Ich bin Bachelor. Ich glaube, du kennst mich irgendwie. Leute nennen mich Prinz von Düsseldorf. Prinz von Düsseldorf, Bruder. Juniors Papa, danke schön für den Resub im 9. Prinz von Düsseldorf, Bruder. Das ist crazy, Bruder. Ich glaube, ohne dass ich in. Ohne dass ich überhaupt in Düsseldorf wohne, bin ich mehr Prinz von Düsseldorf als er. Auf jeden Fall, hier werden so Talente gezeigt, ne? Mhm. Wie gesagt, Bachelor ist Man of Guard. So, ich habe ein bisschen gesehen, was hier abging. So, vielleicht, wenn du deine Zähne putzt und dann so ein bisschen betest. Dann ich glaube, wenn du durch Düsseldorf gehst, ernst sogar, ob die den mehr feiern oder mich, ich glaube, ich bin mehr Prinz von Düsseldorf als er, 100%. Also ich bin nicht Prinz of Düsseldorf, aber ich bin mehr Prinz of Düsseldorf als der Typ da. Kann ich dir mein Talent zeigen, später auf Camera. Aber so, weißt du, was ich meine? Das ist nicht meine Wave, was passiert ist gerade eben, ist ein bisschen... Aber Gott verzeiht, Bachelor verzeiht auch. Wisst ihr, was ich meine? Dan ist einfach tot. Brrr. Darf er so? Hat er nicht gemacht, er darf es so. Darf er so? Wow. Weiß ich nicht. Jetzt okay. Hat er so gemacht. Was hat er gemacht? Okay, okay. Ich meinte, sie soll beten, weil... Ist jemand eifersüchtig? Sind jemand eifersüchtig? Okay, okay. Was sagst du zu den Talenten? Ich bin Eigentor geschossen jetzt gerade, würde ich sagen. Okay. Was sagst du? 1 bis 10. Was gibst du der Performance gerade? Wenn er mich nicht so sexy angucken würde, würde ich noch niedriger bewerten, aber 1. Oh. Aber also, wenn er mich nicht so sexy angucken würde, würde ich ihn noch niedriger bewerten. Aber so eine 1. Sie gibt ihm eine 1, aber ein Kompliment. Man merkt, sie will ihn.
Sie will ihn, aber sie versucht irgendwas Cooles zu sagen. Aber es war dick und cool, Digga. Es war richtig so Goofy-Ass-Spruch. Also, wenn er mich nicht so sexy angucken würde, dann würde ich ihm noch weniger als eine 1 geben. Hä? Ah, Dick-Ass-Spruch, Digga. Also, ernst. Lieber nichts sagen beim nächsten Mal. Ernst. Lieber nichts sagen. Lieber ich weiß nicht sagen. Oder sag du, ist besser. Du sagst, er hat trotzdem sexy. Ich kann 0 geben, ja. Nur wegen dem schönen Blick kriegt er noch eine 1, aber sowas. Bro, so violaten lassen und dann trotzdem noch Komplimente geben, ist crazy. Aber ey, me personally, I would never let this slide. Yo, ich bin Simon, ich bin 18 Jahre alt, ich bin Bob. Das ist doch Ding, Bruder. Das ist doch dieser HSV-E-Sportler, Bro, Jeffrey. Das ist Jeffrey, der HSV-E-Sportler. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Hört mal die Stimme. Ist der ist gar nicht mehr bei HSV. Kelleck. Jeffrey Anenconi. Ja, gut, dass dein YouTube-Kanal direkt kommt. Ist Jeffrey? Ja, das ist Jeffrey. Willkommen in Grand Final dieses Wochenende, wo zum Beispiel auch Umut, Musti und andere spielen. Das hat die Digga. Holla. Ich kann 100 Kilogramm benchen. Digga, die reden genau gleich, Bruder. Die reden einfach genau gleich. Also, wenn du einen Strongman brauchst, ich bin da. Mein Talent. Was ist das? Das. Also die sehen nicht gleich aus, aber die reden gleich. Checkt ihr auch deren so Stimmlage und so? Das. Okay. Du hast gemeint, du kannst 100 Kilo benchpressen. Yeah. Kannst du sie benchpressen, meinst du? I can try. Darf er? Go. Leg dich hin. Nein, nicht so quer. Yes. Grab that shit. Yeah. Bruder, er war so ready to grab that, ne? Digga, guck mal, wie seine Hände geformt waren. Guck mal, wohin seine Hände. Digga, guckt euch das an. Bruder, so, wie willst du sie da so. Ja, nice. Aber Bruder, ohne Spaß. No front. Also, sie sieht meiner Meinung nach so krass unattraktiv aus, ne? Allein der Style, Digga. Eine Nike-Jogginghose mit von Dutch Oberteil und Unterhose rauszeigen. Und Palm Angels Brille. Also das ist richtig dieser zusammengewürfelter Bazaar-Outfit, weißt du, wie ich meine? Ja. Grab that shit! Ja, genau. Ja. Okay. Benchpress, jetzt einmal runter jetzt. Aber low-key. Okay, das war stark. Aber 100 Kilo wiege ich nicht. Doesn't matter. Was sagst du von 1 bis 10? Ja, stabil. 9. Ich meine... Er wirft dich in die Luft einmal und lässt dich da, weißt du? Jetzt kommt die finale Runde. Jeder von euch hat jetzt einmal die Chance, sein Game zu beweisen. 2 bis 5 Minuten darf jeder von euch einmal mit ihr reden und ihr zeigen, wer der richtige Mann für sie ist. Darf ich beginnen? Bruder, E.T. will nach Hause, ernst. Deswegen will er beginnen. Er will so schnell wie möglich nach Hause, Leute. Salut, ça va, mon nom est Thibaut. Oh, sorry, ich spreche eben Französisch, weißt du, ich meine? Woher kommt die Musik? Und Französisch meine Muttersprache. Find's gut, oder? Ja. Kannst du Französisch? Ich hatte 4 Jahre Französisch in der Schule. Heißt aber nicht, man kann sprechen, also. Ich kann dir sonst Nachhilfe und so geben. So, über mich zuerst mal, ich bin YouTuber. Und ist für mich einfach so wichtig, dass ich so YouTube-Family-Channel haben kann. Digga, hat E.T. YouTube gemacht? Meine? Weil es gibt Krankklicks und ich bin eine Klickschlampe, kann man so sagen? An sich wäre ich down dafür auf jeden Fall, ja. Wir würden so schöne Lightskin-Babys haben. Wäre schon süß, ja. Lightskin-Babys, ja, schön. Boah, weiß. Nur Gott weiß. Das sind mega schöne Augen. Dankeschön. Das ist voll die schönen Nägel. Lass mal zeigen. Lass mal zeigen. Wir würden gut dreimal dicks aussehen, sorry. Spaß. Was ist das, zu viel? Keiner hat verstanden, Digga. Ich würde gut dreimal dicks aussehen, sorry. Er spricht auch so, er nuschelt einfach. Sie hat es nicht mal verstanden. Spaß, das ist zu viel. Guck, sie hat es nicht mal verstanden. Darf ich das sagen? Okay, sorry. Aber wie unangenehm, Bro. Crazy unangenehm, Digga. Negative race, Bro. Er sagt, die würden gut around my dick aussehen, aber er hat so undeutlich ausgesprochen, dass keiner verstanden hat. Und er hat erwartet, dass alle so crazy gehen.
auf den Spruch, aber es hat einfach keiner verstanden. Und dann war er so, darf ich das sagen? Hast du gehört? Ich hab Penis gesagt. Ja, eben, aber die würden schöner Ramadick aussehen. Er hat's Nein, das ist crazy jetzt. Er hat's wiederholt, Digga. Er hat's wiederholt. Ey, wenn jetzt keiner drauf reagiert, der wäre traurig. Aber sehen auch so schön aus. Du hast noch 20 Sekunden, Bro. Okay, so, ich will gar keine Zeit verstanden. Schluckst du oder spuckst du? Spucken, wenn ich ehrlich bin, vegan, ja. Vegan? Ja. Okay, ist okay, weißt du, ich meine, die Babys kommen eh in die Schreien, darum kommt es nicht drauf an, auf welche Art und Weise. Und ja, W-Riz, ich verabschiede mich. Nee, W-Riz. Bis dann. Okay. Dankeschön. Komm. Ich lieb dich, ha. Sie gibt darauf auch noch eine Umarmung, Bro? Alter. Du schreibst mir, okay? Bestimmt. Du schreibst mir, dass dieser andere God-Riz, Bro. Du schreibst mir, okay? Fragezeichen. Keine Ahnung, was du vor mir hattest. Der meinte ja, der kann Französisch. Mm-hmm. Je crois pas qu'il parle français, parce que moi, je suis parisien. Moi, je parle français. Et moi, je te mens pas comme lui. Wenn du Nachhilfe willst, dann meldest du dich bei mir. Boah, Digga, das war echt starkes Französisch. Das war echt starkes Französisch. Gib dir mein Snap. Hast du Insta? Ja, natürlich. Am besten tappst du gerade ein. Straight away. Du musst 18 sein, um mir zu fragen. Ich bin 18. What the Ich hab einfach eingestellt, das mit mir. Aber das ist der Account von meiner kleinen Schwester. Ah, okay. Wow, was? Er ist keine 18. Digga, wie man muss 18 sein, um mir zu folgen? Was denn auf ihrem scheiß Instagram zu sehen? Bruder! Guck mal, das Ding ist, bei Instagram sieht sie halt auf Ernst nicht mal so schlecht, also nicht gar nicht mein Typ, ne? Aber sie sieht auf jeden Fall ganz gut aus und echt sah sie einfach so ass aus, also meiner Meinung nach ass. Okay, checkt ihr? Guck mal, Digga, was ein dicker Unterschied einfach. Deswegen chat immer FaceTime. Das ohne Face-Reveal, ne? Ohne Face-Reveal sieht sie so aus. FaceTime, so wichtig, Digga. Am besten, sie sagt, sie ist Dusche und ihr sagt, können wir danach FaceTime. Dann gibt ihr die ganze Wahrheit direkt. Und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr sogar noch mehr zu sehen dann nach der Dusche. Checkt ihr. Ram und Skill, danke schön für den Prime-Sub. Ich hoffe. Machst du OnlyFans? Auch. Was ist dein Hobby? Ich mach gerne Yoga, tatsächlich. Yoga? Ich mach auch gerne Yoga. Echt? Ja. Echt? Ich kann... Auf Ernst, guck, ich kann den Hund, ich kann alles. Willst du eine Yoga-Übung machen? Er kann den Hund, Chat. Ja, moin. Zusammen? Ihr befordert mich maßlos. Ihr seid ja, du musst mir eine lernen. Ihr seid Hardcore, ja. Du magst doch Bad Boys. Ja, du machst Yoga, denn du kannst mir eine teachen. Ich kenne mich nicht so gut aus. I'm not gonna teach you. Machst du jetzt oder nicht? Nicht? Oder du hast doch 15 Sekunden. 15 Sekunden. 15 Sekunden. Yoga-Übung oder nicht? Okay. Wer ist nochmal? Bisschen lauter dann bitte. Jula. Vergessen? Jula. Genau. Wir müssen, glaube ich, näher aneinander sitzen. Guck mal, du weißt ja schon, ich wurde von Gott geschickt, um dein Leben zu ändern. Weißt du, was ich meine? Ich muss dich retten, das weil ich sehe die Demons, ja. Die Demons kommen aus dir raus. Weißt du, was ich meine? Ich habe schon gesagt, du bist gefährlich, ja? Ich bin gefährlich. Ich bin laufende Red Flag. Aber ich mag das bisschen. Man muss sagen, seine Seiten sind aber sehr, sehr gut geschnitten. Ich habe ein Video gesehen, hat er selber Seiten geschnitten. Bruder, wenn er die selber geschnitten hat, stark. Ich glaube, ich bin nicht die Red Flag hier. Weißt du, was ich meine? Was willst du sagen damit? Weißt du, was ich meine? Hm. Oder vielleicht sind wir beide Red Flags, aber ich bin hier, um dich zu retten, weißt du? Weißt du, was ich meine? Was diese Jungs hier so plappern und so, um dich zu klären, weißt du, was ich meine? Ah, fünfmal, weißt du, was ich meine gesagt jetzt? Wir keepen this real over here, weißt du, was ich meine? Du musst auch näher kommen, sonst hören dich die Leute nicht, weißt du? Bruder, wie oft hat er gesagt, weißt du?
nach dem Video, ich muss dein Leben retten, okay? Engel Bachelor, hier. Okay. Ich glaub, das reicht schon, das war schon stramm genug. Was gibst du der Kombo von 1 bis 10? Der Kombination gebe ich schon 10. Das war schon Tension, muss ich sagen. Einfach, weißt du, Chat sagt einfach, weißt du, was ich meine? Er kriegt diese 10 für die Konversation. Danke. W Bachelor in den Chat. Ich würde niemals so über jemanden reden, der davor meine Zähne beleidigt hat, aber ey, ist cool. Guck mal, ne? Ich fasse direkt kurz, okay? Du bist ein sympathisches Mädchen. Ich bin ein Typ, ich gönne jeden. Und mein Broski, gerade eben, wir haben gesehen, deswegen. Nein, Bruder, sowas gibt's nicht. Wie, sowas gibt's nicht? Du kannst nicht sagen, du kennst mich, sowas gibt's hier nicht, Bruder. Lava! Bruder, das ist eine Competition. Bist du ein Gewinner oder nicht? Oh, ich bin Gewinner. Hier gibt's nichts mit gönnen, du bist ein Gewinner. Was machst du eigentlich? Ich bin nur auf Social Media momentan unterwegs. Noch auf OnlyFans, aber ich will ja eigentlich changen. Könntest du vorstellen, mit ihm so eine... Sie will eigentlich changen, Digga. Von OnlyFans weg. Auf Digga. Ich weiß keine Ahnung, welche auf welche Plattform sie changen will. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kollaboration zu machen? Eine Kooperation? Ja. Du hast jetzt zusammen so Content kreiert, so. Why not? Ich hab keine Drehpartner. Was sagst du dazu, Bruder? Drop IG. Okay. Sagst du, du hast das Können, um ein richtig gutes Video zu machen auf OnlyFans? Mal auf jeden Fall. So, wird es bei dir ein TikTok oder ein richtiger Netflix-Movie? Die sagen Netflix-Movie, for real. Netflix-Movie, Chat. Ich mach auch OnlyFans. Ja, ich kann gut Videos machen. Ich hab ein Hotel neben hier an. Ich kann dir ein paar Videos zeigen, ein paar Videos machen. Ich kann mit dir. Digga, ist auf Ernst lustig, aber er lügt so scheiße, dass es unangenehm ist. Shoppen gehen, egal was du willst. Du bist quasi ein Sugar Daddy. Kann so sein. Aber ich würde eher so in 6 Tagen, 20. Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass er Geburtstagssex kriegt? Also wenn ich dir ausgebe, warum nicht? She's nice. Maybe. Was ist mit dieser Welt, Digga? Was ist mit dieser Welt, Bruder? Ich hab übermorgen hab Geburtstag. Ich hoffe, das hast du nicht vergessen. Da ich jetzt hier sehe, was du mit den Jungs hier machst. Es gab mal ein Lied von Reezy, das heißt Loyalty Over Love. Und das ist bei dir irgendwie nicht so der Fall, merke ich hier gerade. Ja, deswegen, glaube ich, wird das nichts. Und auch wenn ich dir vom Äußerlichen was relativ Hohes geben würde, aber ich glaube, das wird nichts mit uns. Kannst du genau mal beschreiben, warum du. Also warum kennst du dir nichts mit dir vor? Denkst du, sie ist eine Ho? Ist das das, was du sagst? Oder sowas sage ich nicht. Denkst du, sie ist dir zu wild unterwegs? Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Du bist seriös unterwegs. So. Auf jeden Fall. Du bist ein Kind Gottes, das ist stramm, so genau so muss sein. Aber ich will ein bisschen mehr von dir wissen. Du hast denn vorher gewohnt so? In Niedersachsen. Niedersachsen? Ja. Was macht man in Niedersachsen so? Dorf. Was für eine weird ass Frage, Bruder. Wie schlecht. Eine Frage kann nicht schlechter sein für ein Mädchen. Was macht man in Niedersachsen so? Hey Junge, was ist das für eine scheiß Frage, Digga? Schau mal, man fragt mich. Ja, woher kommst du? NRW. Was macht man in NRW so? Was willst du von meinem Arsch, Digga? Hä? Was soll man in einem Bundesland machen, Digga? Willst du mich verarschen? Dorf, deswegen bin ich hergekommen. Hast du mal Bock nach Essen zu kommen? Essen? Was macht man denn in Essen so? Sag mal. Essen, ja. Ich war schon immer in Essen. Was machst du da so? Hast du da Connection? Er fragt sie, was sie in Essen so macht! Oh mein Gott, Bruder. Das ist ehrlich nicht Negative Risk, Bruder. Das ist diese mathematische Ungleichheit. Ungleichung Risk. Es geht, die Rechnung geht nicht auf. Ich mache das mit Lippen da machen. Ach so. Hast du sonst noch was machen lassen? Ah. Oh mein Gott. Ich hab meine Wange ein bisschen auffüllen lassen. Ja, macht ja nichts. Bisschen natural, bisschen dies, das. Ne? Deine Extensions sind jetzt auch, meine Haare sind jetzt auch nicht echt, aber. Aber deine Haare sehen gut aus. Danke. Ich mag deine Haarfarbe auch und deine Augen. Und dein Ausstrahlen, so Lächeln. Danke. Dick Rider. Du bist wenigstens nett. Weißt Dick Rider bei keinem Dick. Oder du hast noch 20 Sekunden. Immer, ich bin immer nett so. Aber sie machen Bad Boys, hat sie gemeint. Ja, trotzdem, ich bleib ich so. So muss sein, Bruder. Ich erinnere dich nicht für Frauen. Nur für dich. Hey, yo. Pause. Pause that. Summer, keep it short. Was sagst du erstmal zu meinem Outfit?
Aber keep it show. Fit. Ich habe, glaube ich, gesagt, das ist das fresheste Fit. Habe ich gesagt. Safe habe ich gesagt, das ist das fresheste Fit. I appreciate that, Look. Guck mal, du trägst schon black, ich bin black. Komm, let's keep it. Hä? It's a match. We're going chit-chat too much. We're going machen diese straight. Yeah. We're going chit-chat too much? Bruder, was versuchst du zu sagen? Wir werden zu viel reden? Außerdem, diese Augen nicht zu tief reingucken, sonst mein Herz macht. Traust du dich schnell ranzugehen und in die Augen zu gucken? Oh, I'm a man of God, you get me. One's gonna keep it silent. Okay. Ich mach diese ruhig, nicht vor. Oh, Harry K-Akzent auf einmal. Ja. Yeah. Und ich hab nicht viel Erfahrung, ich möchte. Das ist geil, Digga. Woher UK-Akzent auf einmal? Diese ruhig, nicht vor. Woher of God, you get me. One's gonna keep it silent. Okay. Ich mach diese ruhig, nicht vor. Woher UK-Akzent auf einmal? Ja. Und ich hab nicht viel Erfahrung. Ich möchte gerne wissen, was man mit dir machen kann. So. Hey Bruder, ich kann das nicht mehr, ehrlich. Ich möchte wissen, was man mit dir machen kann. Das Problem ist, solche Fragen könnten bei so einer ehrlich hinhauen, ne? Auf tranquil erstmal. Du hast noch 20 Sekunden, Bro. Ich habe keine Zeit für Deepes kennenlernen hier. Das könnt ihr auf ein Date machen. Yeah? Ja? Ja, das Date wird ganz kurz. Ich zeig dir mein Adventure, du zeigst mir dein Adventure und dann kombinieren wir unser Adventure. Wie findest Sounds du das? Good. Bist du Lover Girl? I used to be actually, aber nach meinem ersten Breakup so war so ein bisschen. Bruder, also, guck mal, ihm ist so unangenehm, Digga, Bruder. Vertrau mir, scheiß auf das Video, geh einfach nach Hause, mein türkischer Bruder. Geh einfach nach Hause, Bro. Ernst. Vertrau mir, geh, er lohnt sich nicht. Ist man immer so ein bisschen wilder unterwegs, ja. Ja. Aber ich glaube, ich könnte wieder back to love a girl kommen, auf jeden Fall. Wenn ich den richtigen Typen finde, ja. Okay. Könnte er vielleicht der Richtige sein? Er ist süß, weißt du. Er ist zu süß. Darf sie so? Aus welchem Land kommst du? Komplett deutsch, tatsächlich. Und denkst du, das passt? Türkei und Deutschland? Safe, Türken. Hä? Ich kann auch kochen, so. Ich kann dir jedes türkische Gericht machen, vor allem Baklava. Boah. Ja, okay, damit hast du mich ein bisschen bekommen, ja. Was willst du in Zukunft werden? Your wifey. My wifey? Hi. Ich will auch zwei Sachen werden in Zukunft. Mhm. Your husband. Second thing, ich will Chirotherapeut werden. Weißt du, was die machen? They're breaking bags. Yeah. How about typing your number? Yeah, I could do that. Die Jungs heute kommen stramm, Riss, ne? Komm schon, ich bin echt beeindruckt. Wir haben geknüpft. So, du hast jetzt alle Boys kennengelernt. Du hast sie optisch. Der ist ehrlich fresh, der Typ, ja. Bewertet. Sie haben ihre Talente gezeigt. Und sie hatten die Chance, ein bisschen mit dir zu reden, dich ein bisschen besser kennenzulernen, ein bisschen in Games time. So, von der Optik her hast du ihn am besten bewertet. Vom Talent ihn am besten bewertet. Ja. Jetzt, wo du auch noch zuletzt mit ihm geredet hast, wer sind deine drei Favoriten? I'm gonna go with the red flag, of course. Ich muss. Bachelor Baby? Bro, wie kann das sein, dass man Zähne beleidigt und immer noch Top 3 ist? Ich habe ihn bewertet, der Talent. Elf. I'm gonna go with him. Wow, Lil Chocolat. Von den drei. Wer hat Lil Chocolat gesagt, Digga, im Hintergrund? Wer war das? Als ob sie nicht E.T. genommen hat, Digga, hä? Oh. Herz erobert. Was heißt Herz erobert, ne? Aber einer hat mich schon rumgekriegt. Okay, und der ich hab gesagt, ich stehe auf Bad Boys. It's him. It's him. Ich muss verprankt. Nein. Ihr wisst schon. Wisst ihr, was ich meine? Ihr müsst einfach real keepen und in meinen Discord joinen. Ich und Jula gehen jetzt auf ein Date. Ich muss ihn kurz erziehen. Kriegen wir einen Mankus? Zähne kurz. Ey! Oh! Wenn ihr ein paar 2 wollt, dann müsst ihr 1500 Likes erlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lass mal bitte nie wieder so ein Video gucken, ja? Lass einfach lassen. Lass einfach lassen, Chat.